Aztekenstadion, Mexico City, 29. Juni 1986. Die Deutschen in ihrem Reservedress. Und Brown macht nach 22 Minuten das 1:0 für Argentinien. Damit war der Teamchef nun wirklich nicht einverstanden. Nahezu mühelos der zweite Treffer für die Argentinier. Jorge Valdano in Diensten von Real Madrid zu Beginn der zweiten Halbzeit. Eigentlich war die Sache damit schon gelaufen. Aber die Deutschen gaben nicht auf. Sie kämpften weiter. Brehme holte eine Ecke raus, die er selbst dann treten würde. Kopfball Völler, Rummenigge rutscht rein, 2:1, exakt eine Viertelstunde vor Spielende. Die deutschen Fahnen wurden wieder aus den Verstecken geholt. Hoffnung keimte auf und tatsächlich, Dieter Hoeneß, erst nach einer Stunde für Magath aufs Feld geschickt, erzwingt eine weitere Ecke. Wieder Brehme, diesmal verlängert Thomas Berthold und Rudi Völler selbst, macht das Tor. Alle drei Spieler inzwischen in Italien. Aber sie machten den Fehler, dann offensiv weiterzuspielen. Unkontrolliert die Abwehr gegen Argentinien, das doch selbst wieder Chancen suchen musste. Ein schneller, steiler Pass von Maradona. Buruchaga in der letzten Spielminute auf und davon, 3:2, der Sieg für Argentinien. 114.000 Zuschauer, Buruchaga im Fußballhimmel. Sehen wir noch einmal den Treffer, der die letzte Weltmeisterschaft entschied. An der nächsten in Italien nehmen alle bisherigen 6 Weltmeister teil.